Salvete discipuli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute die Präpositionen, die mit dem Ablativ stehen, näher vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr eigentlich nur die verschiedenen Kasus, die es im Lateinischen gibt, kennen. Also den Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und Ablativ. Zudem ist es wichtig, die A- und O-Deklination zu kennen, wie zum Beispiel Servus mit dem Genitiv Servi und Amica mit dem Genitiv Amicae. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich die Frage klären, was genau sind Präpositionen? In Punkt 2 folgen dann die verschiedenen Verwendungen der Präpositionen. Anschließend komme ich zum eigentlichen Thema, nämlich die Präpositionen, die mit dem Ablativ stehen. Hier wird zunächst eine Übersicht über die Bedeutungen gegeben und dann folgen einige Beispiele. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com